Liebe Freunde des Akkordeon Café Dortmund, unsere Veranstaltung am 7.9. mit der damaligen Deutscher Schlager fiel ja nun leider aus. Das finden wir sehr schade, aber wir konnten diese Veranstaltung im Fritz Henslaus live nicht durchführen wegen der Corona-Vorbereitung. Dafür werden Erwin und ich euch einige Schlager in den YouTube-Kanal des Akkordeon Café hineinspielen. Der Vorteil gegenüber der Live-Veranstaltung, so sehr wir sie mögen, ist: bei YouTube dürft ihr zu Hause mitsingen, das ist im Fritz Henslaus zurzeit nicht erlaubt. Der Erwin spielt die Schlager aus den 50er und 60er Jahren, deutsche Schlager aus den 50er und 60er Jahren. Mein Part sind die 70er und 80er. Und ich würde sagen, damit starten wir gleich mit dem Erwin. Und wir machen das im Wechsel. Thank you.
Ja, der Auftakt machte Rudi Schuhecke 1950 mit Lass uns träumen am Lago Maggiore und den Capri-Fischer, wobei die 1949 schon erschienen sind. Stefan. Und ich habe passend zu dem Lago Maggiore das Gummiboot. 1970 Wenke Mürre. Wurde sicherlich auf vielen Partys auch zuvor gerückter Stunde gesungen, der Refrain Schalalalala und Oh Oh Oh, nämlich von Michael Holm. Flog man schon nach Spanien und fuhr nicht mehr an den Lago Maggiore wie bei Erwin. Und da gab es Eviva España, auch das eine Partyhymne in den frühen 70er Jahren. Zeiten. 1950 sind wir noch, und zwar bei Lieselotte Helene Bertha Unnenberg, verheiratet Beul, besser bekannt unter Lale Andersen, und die hat 1950 ein Hit gehabt, Blaue Nacht am Hafen. Thank you.
Jetzt bin ich wieder dran. Mit den 70er Jahren. Der Mann mit dem lustigen Hut und den lustigen blauen Zwergen ist auch gleichzeitig der Komponist des Stückes Das kleine Beisel, besser bekannt unter dem Titel Die kleine Kneipe von Peter Alexander. Die kleine Kneipe und danach kam das 70er. Die 70er Jahre waren, finde ich, ein Jahrzehnt der Fernsehmusik. Eines schwedischen Jazzmusikers, das muss man sich mal reinziehen, Johan Johansson, der heißt auch so, so ein richtiger Schwede. Und dann gab es noch die Anita zusammen mit Roy Black in der Sendung bei Wim Tölke. Wie hieß die Sendung? Der große Preis ist das, ne? Das könnte der große Preis sein. Das könnte der große Preis, ja. Dali Dali war der andere. Ja. Und der Roy Black, der war, glaube ich, zuerst mit der Anita bei Herrn Tölke. Das war der mit dem Scheitel. Thank you.
zunächst mit den Fernsehmelodien und ich gebe weiter an den Erwin. Ja, wir bleiben in den 50er hängen. Ganz einfach, da gab es eine Interpretin, Liz Assia hieß sie. Und was hat sie gesungen in dem Jahr? Katharina Lent hat es später auch nochmal zu Gehör gebracht. Oh mein Papa.